Das, was da heute passiert ist, ist eindeutig der Pakt mit dem Faschismus. FDP und CDU sind den sehenden Auges eingegangen. Ich würde sogar sagen bewusst. Wenn wir jetzt auch gerade erfahren, dass in 2 Stunden das Kabinett Kemmerich steht, dann wissen wir, dass es von langer Hand geplant ist und kein Zufall ist, was heute passiert ist. Ich kann mir nur wünschen, dass die Bundesparteien FDP, CDU diesen Sündenfall nicht als Normalität anerkennen, sondern verstehen, dass gerade die AfD in Thüringen eine tatsächlich rechtsextreme Partei ist mit Höcke und sie haben sich bereitwillig von denen wählen lassen. Es war völlig klar mit der Ansage von Kemmerich, er tritt nur an, wenn die AfD antritt, dass das passieren wird. Wir haben jetzt eine Situation, die nicht vom Wähler gewünscht ist, einen 5% Menschen jetzt zum Ministerpräsidenten gewählt zu haben, der sich von einer extremen Rechten tragen lässt. Wir als Partei Die Linke werden nicht aufgeben, weil wir das Land nicht den Rechten überlassen werden und auch nicht dieser Regierung überlassen werden. Wie das im Einzelnen genau aussehen wird, das werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Ich für meinen Teil schäme mich für Kemmerich, für Moring, dass sie das zugelassen haben für jeden Einzelnen, der diese Regierung ins Amt gehievt hat. Denn das, was passiert ist, ist, dass der demokratische Konsens ganz eindeutig verlassen worden ist und das nur aufgrund von Machtgeilheit und nichts anderem. Sie können sich vorstellen, wie es Herrn Ramelow geht. Bruno Ramelow war der beliebte Ministerpräsident, der mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen für die Thüringerinnen Politik gemacht hat. Mit einer Stimme nicht zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden und dieses Land noch dazu der extremen Rechten zu überlassen, dann können Sie sich vorstellen, dass es ihm nicht unbedingt gut geht. War er eben bei dem Gespräch mit der Fraktion dabei? Schauen Sie zu mir mal an. Er hat sich erstmal zurückgezogen. Wie geht es denn jetzt mit Ihrer Tagesplanung weiter, mit Ihrer Fraktion und Ihren Partnern? Also wir als Fraktion haben uns auch erstmal zurückgezogen. Wir werden jetzt auch ein Stück weit diskutieren, was wir als nächstes tun können, logischerweise. Wir haben ja 15.30 Uhr die Fortsetzung der Landtagssitzung und der Ernennung der Minister des Kemmerich-Kabinetts. Da werden wir selbstverständlich anwesend sein, gehe ich zumindest vom jetzigen Zeitpunkt von aus. Und ansonsten werden wir natürlich auch als Koalitionspartner Rot-Rot-Grün weiterhin miteinander agieren. Davon gehe ich auch aus und wir werden uns auch heute nochmal treffen. Wie kann eine parlamentarische Zusammenarbeit denn mit dieser neuen Regierung aussehen aus Ihrer Sicht? Die wird es nicht geben. Im Vorfeld der Wahlen gab es ja Gesprächsversuche, gab es auch einige Parallelen in der Programmatik. Ist das jetzt alles obsolet oder wird denn der Faden doch irgendwie wieder aufgenommen? Ich kann feststellen, dass weder FDP noch CDU und mit Namen Kemmerich und Moring nicht bereit waren, in irgendeiner Form inhaltlich mit uns zu reden, geschweige denn daran zu arbeiten, wie man hier konstruktiv für dieses Land arbeiten kann. Was ich feststellen muss, dass sie von langer Hand geplant mit einem Trick, mit Zockerei in diesem Land den Ministerpräsidenten stellen. Und das ist das Einzige, was zählt.